willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben Montag. Es ist genau 6 Uhr. Ich habe noch den Dreiecksack dranhängen. Es nervt gerade eine Fliege. Wie kommt die Fliege hier rein schon so früh am Morgen? Ich habe den Dreiecksack, das Tiefbett noch dranhängen und fahre jetzt heute Morgen raus nach Mannheim und lade eine PR726, eine Planierraupe. Und die geht wieder nach Ramstein rüber. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Und ja, haut rein. Ja, gedreht kriege ich hier nicht, ne? Soll ich gleich rückwärts rein Gefahr kommen. Kriege ich hier gedreht. Versuch, macht los. Gucken wir mal, ich kann ja mitlenken, ne? Spritzen. Alles geklappt. So, ist jetzt 11.30 Uhr. 11.30 Uhr, 10.30 Uhr, so. Und jetzt fahre ich rüber nach Münchweiler an der Asens. Auch wieder ein schönes Gereite. Weil ich muss durch Münchweiler durch. Und ja, ist schon sehr eng stellenweise. Kommen wieder. Die Hausschuhe anziehen. So, heavy. Heavy ist er. Auch noch ein Gummi zur Beruhigung. Mal zum Kauen ab, wenn es eng wird. So. Schwarze Katze.
Kaugummi schneller als sonst. Schnelles Auto. Aber das stellt kein Problem dar. Wenn wir ja jetzt von der anderen Seite kommen. Verloren. Gleich ein Siedlerhof. So, wie die Baustelle hier liegt, könnte oder dürfte sie eigentlich immer sein. Fährt von der Autobahn runter und man ist da. Fahren. Das war wieder mal talentfrei. Ja. Aber hier einmal durchs Grüne, jawohl. Uhr, Mittagspause vorbei. Etwas verspätet heute, aber es hat sich halt gerade so ergeben. Bagger arbeitet auch schon wieder seit 2-3 Minuten. Dann gucken wir mal. Ich fahre jetzt wieder rüber nach Riedstadt. Ich habe gerade genuschelt, ne? Ich fahre jetzt wieder rüber nach Riedstadt, hol dort einen L5C.
60 einen Radlade. Und der geht wieder hier auch hierher nach Kaiserslautern. Desto kann ja nichts werden, desto. Eine Baustelle zufahrt soll, scheiße mache doch echt. Uhr geladen. Mal eben kurz mal schauen, ob der kleine Anhänger, der da vorne stand, so halber in der Einfahrt, der ist jetzt aber weg. Da vorne kommt ein Betonmischer, der will hier rein. Okay, passt alles. Den Radlader, den L566 hier im Hof abgeladen, der steht schon in unserer Werkstatt. Und jetzt fahre ich wieder nach Mannheim, hol den nächsten Radlader, diesmal eine Nummer kleiner. So, diesen Radlader lade ich jetzt, wirklich schon alles vorbereitet. Habe ich hier eben auf der Baustelle hergeholt. Der stand einen guten Kilometer weg von hier. Vorne. Nee, das ist alles hier neben. Bedienfeld, Display, da unten sind noch ein paar Knöpfe. Das hier ist der Hebel. Damit ja, steuert man den Arm, die Schaufel ziehen, geht der Arm hoch. Nach vorne geht der Arm runter, ja. Nach rechts Schaufel auf, nach links Schaufel zu. Das ist eigentlich alles. Die Gangschaltung ist hier unten, piepst jetzt, weil die Handbremse noch zu ist. Die ist jetzt auf. Rückwärtsgang, sieht man auch gleich hier, die Rückfahrkamera geht dann an. Eigentlich, also wenn ich das Ding fahren kann, dann ist das eigentlich idiotensicher. So, dann wollen wir mal. Hinten dran ist nichts.
Lader sind auch recht einfach zu laden, da man in der Mitte vom Fahrzeug sitzt. Und dann kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen. Man fährt einfach gerade drauf. Man hat die Mitte vom Tieflader, sag mal die optische Mitte, das war aber die Schaufel etwas zu tief. Wenn man gar nichts mehr sieht, dann macht man die Schaufel einfach hoch und dann kann man hier an dem Hubzylinder kann man dann rechts und links vorbeischauen. So, vorne geht es jetzt hoch. Na, das ist jetzt aber. Packt es mal nicht hier hoch. So, stehen wir vorne an. Gang raus. Bremse wieder zu. Machen wir noch die Knicksperre wieder zu. So. Sieht das Ganze fertig verladen aus. Ich habe hier gerade noch einen Splint aus meiner Werkzeugkiste geholt. Den mache ich noch schnell rein hier. Falls er passt. Aber der sollte passen normalerweise. Jawohl, ja. Jetzt kann der wenigstens nicht abhauen. Der ist nämlich lose. Gut. Und wie gesagt, geht's weiter nach Kaiserslautern in den Drehpark. Und dann sehen wir uns da. Perfekt. Ach, guck, dass ich hier nicht aufsitze. Perfekt. Muss ich ja gar nicht rein. Abladen. 10.35 Uhr mittlerweile. Hab schon den Radlader habe ich abgeladen. Bin jetzt gleich wieder hinten am Pfaff-Gelände. Lade dort einen R926 Kompakt Kettenbagger. Und er geht rüber nach Sembach auf unseren NC-Platz. Beziehungsweise beim Nachbar. Dort wird auch mal weitergebaut. Ein Wort mit S. Es regnet. Wo will ich hin? Ich will aufs Licht. So, Flaggung. Geladen hier jetzt in Kaiserslautern und jetzt geht's weiter. So, 16.36 Uhr haben wir es hier heute Nachmittag. Ich habe den Brecher noch hierher gefahren. Gott sei Dank war im Hangar, wo ich gerade drin stehe noch. War da noch eine Bahn frei.
warte ich noch, bis die Jungs hier geladen haben. Und dann fahre ich in den Feierabend. Und einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch. 6 Uhr. Ich bin mal wieder am Umsatteln. Die Achse habe ich schon abgehängt. Ich hänge jetzt den da drauf. Den Dreiachser. Und dann fahre ich rüber in den Hof, lade dort einen 14-Tonner und der geht mal wieder nach Sebenbach auf unseren RC-Platz. So, habe ich jetzt alles hier leer? Jawohl. Gut. Machen wir das mal schnell. Hier steht der Brecher, den baue ich jetzt erstmal zusammen. So, da steht er geladen. Da fahre ich jetzt mal ran. Natürlich nur da, wo es geht, Feststellbremse öffnen. Jetzt gehe ich schnell anhängen. So, jetzt haben wir es. Kann man es erkennen? 10 Uhr und 12. Habe ich geladen jetzt hier. Gut, und bis gleich in Kaiserslautern. So, wir haben jetzt seit 12.25 Uhr. Vorne steht der Brecher. Ich bin bei der Pfaff, bin ich jetzt schon leer. Jetzt fahre ich nach Ingelheim
in ein Pharmaunternehmen und dort lade ich dann, ich glaube, da steht ein Radbagger, ich bin mir gar nicht so sicher. Der Radbagger, falls es ein Radbagger ist, geht dann zurück nach Sembach auf unseren C-Platz und von dort lade ich dann einen LH26, einen Umschlagbagger, lade ich vor für morgen früh. Rüber nach Ingelheim. Ich beende diese Folge hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Über ein Däumchen oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Wie immer. Dann geht es in der nächsten Folge ab Ingelheim dann, wenn ich geladen rausfahre, geht es dann weiter.